Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut bei einer von unseren Andachten. Ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, wie viele Leute dann doch unser Angebot nutzen und sich unsere Andachten anschauen und auch unseren Gottesdienst am Sonntag. Und deshalb jetzt zu Beginn gleich eine ganz herzliche Einladung. Morgen am Sonntag, 10 Uhr live auf diesem Kanal und auf der Website von unserer Gemeinde www.lkg-rostal.de unter Gottesdienste. Da findet ihr unseren gemeinsamen Online-Gottesdienst mit mehreren Gemeinden und ich lade euch herzlich dazu ein, da einzuschalten, dass wir live so viele Menschen wie möglich gleichzeitig dran sind und eben auch wenigstens ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl haben. Ja, heute, ich möchte ja in dieser Zeit vor Ostern gerne den Hügel der Kreuzigung genau anschauen, so wie er in der Bibel beschrieben wird. Und genau hinschauen, was wir dort sehen können. Und heute möchte ich unser Augenmerk auf was ganz Besonderes und Offensichtliches richten, das nicht nur auf dem Hügel von Golgatha zu sehen ist, sondern eben auch auf dem gesamten Weg dorthin. Und da geht es eben um das Blut von Jesus. Aber zuerst möchte ich euch von einem Ereignis erzählen. Ich mag Biathlon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich schon. Das ist dieser Wintersport, wo die Athleten eine gewisse Strecke auf Langlaufskiern laufen und ein Gewehr auf dem Rücken haben und dann halten sie immer wieder kurz an, schießen 5 Scheiben um und dann laufen sie weiter. Und immer wenn sie eine von diesen 5 Scheiben nicht treffen, müssen sie eine Strafrunde von 150 Metern laufen. Ich sagte ja, ich mag Biathlon, nicht weil ich es jetzt selber mache, sondern ich mag es, wenn ich im Fernsehen zuschauen kann, wie die Athleten sich da anstrengen, während ich auf dem Sofa sitzen kann und meine ganze Athletik ausspiele. Aber ich finde diesen Sport einfach wirklich spannend. Es ist eigentlich ein Einzelsport. Jeder kämpft für sich und schaut, dass er so schnell wie möglich ins Ziel kommt. Außer eben beim Staffelrennen. Da geht es um das Land. Und bei den letzten Winterolympiaden in der gemixten Staffel, also 2 Männer und 2 Frauen, gab es ein interessantes Ereignis. Das fand ich wirklich sehr interessant. Zuerst hat eine Dame gestartet für Deutschland und sie lief wirklich gut und hat auch gut geschossen, keine Fehler. Und sie übergab den 1. Platz an das 2. Mädchen. Und das 2. Mädchen, das lief auch sehr gut und war immer noch an 1. Stelle. Doch beim letzten Schießen von 2 verfehlte sie 4 von den 5 Scheiben, musste dadurch 4-mal in die Strafrunde. Und aus dem 1. Platz wurde dann der 18. Platz. Und der Rückstand auf die Führenden, der war dann plötzlich 2 Minuten. Sie übergab dann an den 1. deutschen Mann und brach zusammen und hat geheult und geweint, weil sie eben gemerkt hat, sie hat alles versaut. Naja, und der Mann, der lief sehr schnell, schoss keine Fehler und als er dem letzten deutschen Mann die Stafette übergab, war Deutschland 6. Jetzt wäre es ziemlich cool, wenn ich erzählen könnte, dass sie am Ende noch gewonnen haben. Nee, das haben sie nicht. Aber auch der letzte Mann, der lief richtig gut und hat super geschossen. Und er schafft es auf den letzten Metern noch den 3. Platz zu erobern und damit eine Olympiamedaille. Und jetzt frage ich euch, wer hat eigentlich dann diese Medaille bekommen? Nur die 3, die gut gelaufen sind? Natürlich nicht. Auch das Mädel, das so schlecht war, hat die Medaille bekommen. Sie hat dazu überhaupt nicht beigetragen. Ja, sie hat eigentlich mit ihrem Rennen dem entgegengearbeitet, eine Medaille zu bekommen. So schlecht war sie. Aber zum Schluss hat sie trotzdem eine Medaille bekommen. Ich möchte jetzt nicht über diese einzelne Sportlerin herziehen, aber ich finde diesen Vergleich super. Jemand bekommt Anerkennung für die gute Arbeit von jemand anderen. Einfach, weil man zu einem guten Team gehört. Und ich glaube nämlich, dass Jesus genau sowas für uns getan hat. Was dieses Team für das Mädchen tat, das tut Gott jeden Tag für dich. Wegen seiner Leistung schließt du deine täglichen Runden mit einer perfekten Bewertung ab. Und es macht nichts, wenn du ein paar Schüsse daneben setzt oder wenn du zu langsam läufst. Was zählt, ist eigentlich nur, dass du antrittst zum Wettkampf und dass du im richtigen Team mitspielst. Und in diesem Fall ist dein Team recht stark. Es handelt sich, wenn wir das Bild der Staffel nehmen wollen, es handelt sich um dich und um den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Also so ein gutes Team, ein besseres Team gibt es gar nicht. Aber was hat das mit dem Blut von Jesus zu tun?
Ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus Johannes 19, Vers 34. Da steht: Einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Da ist die Rede von Jesus. In der Bibel, besonders im Alten Testament, wird eine starke Verbindung gezogen zwischen Blut und Vergebung und Gnade oder Sühne. Und nicht nur da, in vielen Kulturen und Völkern ist Blut ein Merkmal für Sühne. Als Kind bin ich ja in einem Indianerreservat aufgewachsen. Kaingang und Guarani-Indianer gab es dort in Brasilien. Und besonders die Guarani-Indianer waren und sind auch ein sehr kriegerisches Volk. Und wie viele andere Völker auf der Erde gab es bei diesem Volk die Blutrache. Und die Blutrache ist ein interessantes Konzept, weil wir finden das an so vielen Stellen auf der Welt. Und das ist ein Konzept, dass wenn jemand was Unrechtes tut, dass dieses Unrecht mit Blut bezahlt werden muss. Wenn jemand einen umbringt, dann muss er selber Blut lassen dafür. Es gab viele Verbrechen, auch bei den Guarani, die mit Blut bezahlt werden mussten. Und auch in der Bibel wird es deutlich. Sogar ganz früh der Abel, der Sohn von Adam, wusste laut Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und die Liste ist endlos lang. Abel, Abraham, Mose, Gideon, Simson, Saul und David, diese Liste, die ist unendlich. Und in der Bibel war es klar, dass nur mit Blut die Verfehlungen von Menschen gegenüber Gott weggewaschen werden können. Und weil die Leute nicht ihr eigenes Blut hergeben wollten und um das nicht zu müssen, wurden Tiere geopfert. Die Tiere, die mussten sterben, um einigermaßen die Schuld von den Menschen reinzuwaschen. Aber dieser Prozess musste immer wiederholt werden, weil die Menschen natürlich immer wieder neue Verfehlungen, neue Dinge falsch gemacht haben, sich eben doch immer wieder dreckig gemacht haben, mit Sünde, mit Fehlern, mit Schuld. Das hatte seinen Höhepunkt im Tempel von Jerusalem, wenn zum Beispiel in der Passafestwoche um die 10.000 Tiere geopfert wurden. Eigentlich ist es ja schrecklich, dass unschuldige Tiere leiden mussten und ihr Blut geben musste, um für Sünde und Schuld von Menschen einzustehen. Unfair. Aber all das endet am Kreuz. Jesus vollendet das, was mit Abel angefangen hat, diese Opferung von Tieren. Nach dem Opfer von Jesus ist das Blutvergießen unnötig geworden. In Hebräer 9, Vers 12 steht: Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Was wir eigentlich bezahlen mussten, wurde von Jesus bezahlt. Was eigentlich getan werden musste, wurde von Jesus getan. Unschuldiges Blut war notwendig und unschuldiges Blut wurde vergossen. Ein für alle Mal. Und jetzt auf die Gefahr hin, wie ein Grundschullehrer zu klingen, möchte ich mal eine ganz einfache Frage stellen. Wenn das Opfer von Jesus ein für alle Mal dargebracht wurde, muss es noch einmal dargebracht werden? Müssen noch mehr Opfer passieren? Natürlich nicht. Und das finde ich das Wunderbare an dem Blut von Jesus. So wie die Leistung von den drei Biathleten, der einen gut geschrieben wurden, die nicht gut gelaufen ist. So wird das, was Jesus durch sein Blut für uns getan hat, uns gut geschrieben. Das ist die Bedeutung von dem Blut von Jesus. Er hat uns damit einen Preis verdient, den wir selber nicht erreichen hätten können. Er hat für uns den Sieg errungen. Zu so einem Team will ich gehören. Ein Team, in dem einer allein den Sieg erringt und ich aus meiner Kraft gar nichts tun muss. Ich will in dem Team von Jesus sein. Willst du nicht auch im Team von Jesus sein?